Ein herzliches Willkommen zurück zu Forza Motorsport 5 und damit eine weitere Folge auf den Sonntag. Ja, Leute, auf den Sonntag. Noch eine Folge. Und nicht wundern, ich habe nichts getrunken. Ich bin einfach nur ein bisschen aufgedreht, weil wahrscheinlich so viel Asthma-Spray in los. Oder, weiß ich nicht. Müdigkeit kann auch sein. Wir starten heute die nächste Folge. Ich versuche jetzt heute mal auf den Samstag die restliche Veranstaltung jetzt hier zu fahren. So dass wir dann halt für den Sonntag, also nächsten Tag, für den, welcher ist heute? Montag ist da glaube ich der 6., ne? Also heute ist der 4., also morgen wäre der 5., also so, dass wir für den 5. halt eine Folge haben. Und dann halt für nächstes Wochenende schon mal für Samstag eine Folge. Ja, und ich werde dann wahrscheinlich in der Woche mal versuchen, jetzt auch mich hinzusetzen und ein paar Folgen voraus aufzunehmen. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt diese Woche. Weil diese Woche habe ich jetzt doch, ja, ich habe zwar zwei Physiothermine und einen anderen Termin noch beim Arzt. Und ja, dadurch, dass das Auto von meiner Mama jetzt kaputt ist, muss ich die nächste Woche auch noch mal zum Neurologen fahren. Wegen Tabletten und so. Aber das ist ja Gott sei Dank raus. Also das heißt, ich müsste eigentlich theoretisch es schaffen, nächste Woche eventuell Folgen aufzunehmen. Ich hoffe es nur. Und ich muss mal gucken, ob diese Woche dann auch schon wieder andere Folgen kommen. Von Mandita zum Beispiel, da habe ich ja noch was. Oder, ja, ich weiß auch gar nicht, wie ich Manhita hochlade. Lade ich es als einen Stream hoch? Also lade ich jetzt die kompletten Streams hoch oder lade ich die in Folgen hoch? Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht in den Kommentaren schreiben könnt. Also ich würde mir das wünschen, wenn mal der ein oder andere das als Kommentar schreiben würde. Wie wünscht ihr euch das denn? Wollt ihr Manhita als einen kompletten Stream hochgeladen haben wollen? Oder wollte ich Manhita in Vollen gecuttet haben. Also, weil ich habe ja nun, glaube ich, 5 oder 6 Mal Manhita gestreamt jetzt. Also ich hätte demnach 5 oder 6 Streams. Entweder lade ich sie jetzt als komplettes Stream hoch. Also, ne, bei 5 Streams sind es 5 Folgen pro Tag. Pro Woche. Pro Tag, alles klar. 5 Folgen pro Tag. Ist klar. Nein, also pro Tag eine Folge dann, also pro Woche dann 5 Folgen. Oder ich cutte es natürlich in Folgen und habe dann natürlich für mehrere Wochen Folgen. Weiß ich nicht, was ist euch lieber? Also was wirkt ihr lieber? Also mir ist das grundsätzlich egal. Ich müsste halt nur gucken, dass das, ja, irgendwie funktioniert mit den Folgen. Ich müsste halt dann auch mal die Thumbnails machen. Also ich denke mal, das werde ich dann wahrscheinlich, ja, mal gucken, wie ich das mache. Ich habe da noch keinen Plan, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ihr könnt mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Also das ist halt das, was ich eigentlich noch, wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen vermisse. Die Interaktion mit euch. Also ihr dürft gerne was in den Kommentaren schreiben. Wenn ihr Anregungen und Tipps und Feedback und so habt, dann rein da in die Kommentare. Dafür sind die da. Würde mir dann halt doch vielleicht auch helfen, so dass ich mir vielleicht doch den einen oder anderen Kopf weniger zerbrechen müsste. Weil ich mache mir natürlich dann auch immer Gedanken, was mögt ihr jetzt gerade aktuell sehen? Mögt ihr lieber 2-3 Stunden Streams sehen? Oder mögt ihr lieber so 20 bis 30 Minuten Folgen? Was mögt ihr dann halt so gerne sehen, ne? Das ja, ist halt ein bisschen komisch jetzt, ne? Wenn keiner ein Feedback in den Kommentaren zurückgibt. Leider. Also ich würde es mir wünschen, vielleicht der ein oder andere, was mögt ihr lieber? Oder wollen wir das einfach mixen? Wollen wir mal einfach mal austesten, ob wir manche Spiele einfach mal als kompletten Stream dann hochladen oder manche Spiele dann halt auch als Folgen gecuttet? Das können wir gerne auch mal austesten. Das ist kein Problem. Dass wir einfach mal beides ausprobieren. Deswegen, also wahrscheinlich, was so das Sprechen betrifft, um die Zusammenhänge im Stream dann zu erkennen, was ich da so von mir gegeben habe, was ich da so gelabert habe. Das wäre vielleicht besser, wenn ich dann die kompletten Streams hochlade. Aber ja, weiß ich nicht. Also
lasst mir gerne einfach Feedback da und ich würde mich freuen, dass ich da vielleicht dann auch von euch eine Rückmeldung habe. Ansonsten, ja, werde ich mich diese Woche auch an die ersten Guides setzen. Ich werde wahrscheinlich dann auch nochmal auf den Sonntag nach dem Stream auf Twitch dann wahrscheinlich mal an ein Infovideo rangehen und euch dann nochmal erstmal ein Infovideo dazu vermitteln, was sich jetzt ändert oder beziehungsweise was die Zukunft des Gaming-Kanals angeht, damit ihr dann halt auch auf dem Laufenden seid, weil eigentlich wollte ich das Video schon längst hochgeladen haben, eigentlich wollte ich das schon längst gemacht haben, aber ich bin jetzt halt die letzte Zeit auch nicht so viel dazu gekommen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Motivation bei mir war halt auch die letzte Zeit nicht so doll da. Ich habe halt die Zeit ein bisschen genossen, wo ich jetzt keine Let's Play-Aufnahmen gemacht habe, weil ich halt auch mehr Zeit für andere Dinge mal hatte. Unter anderem mich auch einfach mal mittags hinlegen konnte und einfach mal sagen konnte, ich lege mal die Beine hoch und schlafe mal ein, zwei Stündchen oder so. Wenn ich halt gemerkt habe, ich war extrem müde oder so. Das ist das. Das hat bei mir ja was mit meiner Blutarmut und mit meinem Asthma zu tun, dass das natürlich manchmal auch ein bisschen reinkickt bei mir. Das ist aber ganz normal, also ne, nicht, dass der ein oder andere jetzt denkt, ich habe da jetzt irgendwie ne, wenig Schlaf oder Schlafkrankheit oder whatever. Das ist ganz normal bei mir. Ja. Also deswegen, also ich muss da halt mal gucken, wie ich das jetzt in Zukunft mache. Ich habe mir da jetzt halt schon viele Gedanken zu gemacht, viel Kopf drum gemacht. Ich habe auch schon Ideen, so ist es nicht. Also an den Ideen mangelt es mir jetzt nicht, ne? Also ich könnte aus dem Gaming-Kanal noch so vieles rausholen, denke ich mal. Aber das Ding ist halt einfach, die Umsetzung ist halt schwierig. Wenn man halt nicht so richtig weiß, wie kommt es vielleicht eventuell bei euch an. Ja. Aber wir werden es einfach mal gucken. Wir werden es einfach mal testen und dann schauen wir mal, wie es ankommt. Und dann schauen wir auch mal, wie es mich belastet jetzt auch nebenbei, weil ich muss ja auch damit rechnen, dass ich eventuell ab August meine Umschulung beginnen darf. Zum Mediengestalterin, ja. Nach langem, langem Kampf habe ich vielleicht eventuell jetzt endlich mal Erfolg und darf eine Umschulung beginnen ab August, wenn alles klappt, wenn das jetzt genehmigt wird und so. Ich habe da ja jetzt eine etwas schwierige Zeit hinter mir. Und hoffe, dass das jetzt alles so einfach klappt, dass ich da jetzt meine Umschulung machen darf ab August. Dann bin ich in 2 Jahren ausgebildete Mediengestalterin und darf dann halt in meinen Traumjob, in meinen kreativen Job arbeiten, wo ich schon immer rein wollte. Für mich natürlich dann absolut der Traum und auch der Höhepunkt dann, wenn ich dann irgendwann auch mal das machen darf, was ich gerne mache, und zwar kreativ sein. So, ganzen Tag kreativ sein. Also praktisch das Hobby zum Beruf gemacht, das wäre natürlich schon richtig geil. Ne? Also da habe ich jetzt, wie gesagt, die letzten Monate hart für gekämpft, viel dafür einstecken müssen, ja. Aber letztendlich trotzdem immer noch dran geglaubt, dass es da eine Lösung gibt. Und die Lösung habe ich gefunden, mit Hilfe von meiner Bearbeiterin, die mir da sehr, sehr gut unter die Arme gegriffen hat, mir auch Tipps gegeben hat. Und mich da in einer Situation, wo ich an allen anderen Seiten alleine gelassen worden bin, nicht alleine gelassen hat. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, Props am Arbeitsamt. Arbeitsamt ist nicht immer schlecht. Wenn man Hilfe braucht, kann man sich auch vertrauensvoll an das Arbeitsamt wenden. Die helfen auch, die sind nicht immer die Bösen. Ne? In dem Fall muss ich mal sagen, Props am Arbeitsamt. In dem Fall haben sie mir mal wieder den Arsch gerettet. Ja, nachdem ich halt alles versucht habe, was man mir empfohlen hat, von Sozialarbeitern und so Sachen, da bin ich wiederum ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Aber gut, man lernt halt immer was dazu. Ne? Es gibt halt solche und solche. Es gibt Sozialarbeiter, die setzen sich sehr viel ein, und es gibt Sozialarbeiter, die setzen sich nicht so viel ein. Das gleiche ist halt beim Arbeitsamt auch. Da habe ich auch schon beide Seiten kennengelernt. Einmal das Arbeitsamt, was nicht hilft. Einmal das Arbeitsamt, was hilft. Ich habe, wie gesagt, ich bin auch enttäuscht von der Rentenkasse, weil da hatte ich ja meine Reha damals drüber bekommen und das basierte ja alles auf die Reha. Und da bin ich halt auch ein bisschen enttäuscht, dass das halt von der Rentenkasse nicht so, ja, dass die Rentenkasse mir da nicht so helfen wollte. Aber gut, das ist eine Behörde, die muss da vielleicht einfach sagen, ist nicht oder so, kein Plan.
Ja, auf jeden Fall bin ich einfach nur froh, wenn das klappen sollte mit der Ausbildung, mit der Umschulung. Hoffe, dass das alles nochmal sich zu Guten wendet für mich. Und ja, dann werde ich wahrscheinlich in den nächsten Aufnahmen, wenn ich meine Umschulung alles begonnen habe, total anders klingen, motivierter, positiver. Ich versuche ja jetzt schon immer positiv zu sein und auch positiv zu klingen. Aber ich glaube, manchmal hat man mir das ja schon angemerkt, ne? Also ich kann ja nicht schauspielern, ich bin da auch total dermaßen schlecht für. Aber ich versuche halt schon, wenn es geht, nicht immer alles mich sofort anmerken zu lassen. Das klappt nicht immer. Deswegen weiß ich nicht, ob ihr was gemerkt habt, dass es mir manchmal nicht so gut ging. Aber ich hoffe, ich konnte es einfach ein bisschen überspielen. Ich habe halt YouTube und Twitch halt in der Zeit, wo ich jetzt zu Hause saß, aufgrund meiner Krankheit und so eine Sachen, genommen als Ablenkung. Ich glaube, hätte ich YouTube und Twitch nicht gehabt, wäre es mir vielleicht noch schlechter ergangen. Ich weiß es nicht. Also das hat mir doch ein Stück weit geholfen. Irgendwo eine Stück weite Aufgabe am Tag, die ich nachgegangen bin. Und ja, deswegen, also YouTube und Twitch will ich dann trotzdem auch nicht vernachlässigen, aber nur halt, dass dann halt nicht mehr die Regelmäßigkeit da ist, dass ich jetzt sagen kann, ich bringe jetzt jeden Tag 3 Folgen, ne, oder ich stream jetzt jeden Tag, also dass ich mir dann natürlich in der Umschulung dann auch mal 1-2 Tage vielleicht nehmen werde, wo ich dann einfach mal die Beine hochlege, einfach mal ganz entspannt gar nichts mache oder einfach mal ganz entspannt Serie gucke oder einfach vielleicht mal auch 1-2 Stündchen nur schlafe oder whatever. Also ja, mal gucken. Ja, aber Forza wird weiterlaufen, also Forza wird ja auch noch bis Ende weiterlaufen. Also ich hatte ja gesagt, Forza nehme ich weiterhin auf. Das werde ich auch so aufnehmen jetzt, dass ich dann auch bis Ende des Jahres Folgen habe. Ich hoffe, ich schaffe das nächste Woche schon einen Teil davon abzuarbeiten, dass ich jetzt, bis ich meine Umschulung beginne, vielleicht Forza Motorsport 5 und Forza Horizon 2 fertig habe. Ich hoffe, dass ich das schaffe. Ja, und dann mal gucken. Mal gucken, wie wir das jetzt in Zukunft machen. Forza Motorsport 6 werde ich wahrscheinlich auch noch machen. Forza Horizon 3 und 4 und 5 auch. Genau wie Forza Motorsport 7 und auch Forza Motorsport 8. Also das werde ich sicherlich auch nochmal jetzt die Wochenende machen. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich das in Zukunft dann im Stream aufnehme und dann halt als vollen hochlade. Ich kann planen. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache, aber ich werde es auf jeden Fall machen. Da seid euch mal schon mal sicher. Und ja, ansonsten. Ja, ansonsten. Wie gesagt, Forza wird weiterlaufen am Wochenende wie gewohnt, weil das sind Aufnahmen, die auch relativ schnell gemacht sind. Mir macht es auch Spaß und ich produziere sie ja jetzt auch vor. Und ich bin halt auch nicht so der Typ Mensch. Ich bringe eigentlich, wenn es geht, gerne Projekte zu Ende. Ungerne breche ich sie jetzt ab. Außer es halt Gründe, ne? Also Gründe, dass das Spiel mich einfach nicht kickt, ne? Also, dass ich jetzt zum Beispiel 4 Folgen aufnehme und sage, nee, ganz ehrlich, das ist jetzt ein Zwang, eine Qual, eine Folter für mich, das Spiel weiter aufzunehmen. Dann würde ich sagen, natürlich nie. Dann mache ich das nicht weiter. Oder jetzt, das Spiel läuft nicht mehr, weil es abgeschaltet ist oder so. Ne? Also da gibt es halt verschiedene Gründe, die eintreffen können. Aber bis jetzt ist es eigentlich noch nicht irgendwie groß passiert. Groß, ne? Also, klar habe ich, glaube ich, hier mal oben Foundry gehabt, was ich aufgenommen habe, aber nicht weitergespielt habe, weil ich nicht so richtig weiterkam und auch irgendwie mir dann die Motivation für das Spiel gefehlt hat, weil ich mir einfach auch gedacht habe, ja, wäre es ein bisschen übersichtlicher oder ein bisschen strukturierter, dann wäre es vielleicht ein ganz gutes Spiel gewesen, ne? Also da hat mich das Spiel halt einfach nicht gecatcht gehabt. Ja, ansonsten ist es jetzt, glaube ich, noch nicht einmal passiert, dass ich jetzt hier ein Projekt abgebrochen habe oder so. Groß, oder? Ich weiß es gar nicht. Habe ich ein Projekt abgebrochen? Ark werde ich auf jeden Fall weiter aufnehmen, die erste Staffel, die kommt ja noch. Da habe ich ja gesagt, das pausieren wir.
Also das ist ja nicht abgebrochen, das pausiert nur. Das wird auch nochmal von mir weitergemacht, die nächsten Tage, Wochen. Ansonsten. Ansonsten habe ich ja nicht gar nichts. eigentlich habe ich gar nichts abgebrochen, ne? Also Biomutant haben wir ja sogar zu Ende gespielt und Biomutant war ja auch nicht schlecht. Nur, dass es teilweise sich doch ein bisschen langgezogen hat, aber gut, das ist ein Rollenspiel gewesen, ein Action-Rollenspiel oder so. Was will man da erwarten? Oder Action-Rollenspiel, RPG oder ich weiß nicht, wie man das nennt. Aber es war halt ein Spiel, was ein bisschen länger sein sollte, ne? Von den Stunden. Ansonsten, jo. Ich freue mich, dass ich dann in Zukunft vielleicht auch mal Spiele nicht nur vom PC oder von der Xbox bringe, sondern auch vielleicht mal schaffe, für eine PlayStation aus mal ein Spiel zu spielen. Ich habe Spiele jetzt mittlerweile für die PlayStation, aber ich bin noch nicht irgendwie groß dazu gekommen, PlayStation-Spiele zu spielen. Weil es ist teilweise manchmal doch eine Reizüberflutung, wenn du dann halt doch mehrere Plattformen zur Verfügung hast. Für mich ist das teilweise eine Reizüberflutung, weil ich weiß manchmal gar nicht so richtig, welches Spiel ich als erstes spielen soll. Das ist halt mein Problem, ne? Aber ja, auch das werde ich hinkriegen. Da bin ich bedingt. Ja, ansonsten. Habt ihr Spielewünsche noch? Was man noch machen könnte? Weil das könnte man dann im Stream halt auch aufnehmen oder so. Und dann halt auch hochladen. Könnt ihr halt auch mitentscheiden. Klar werde ich natürlich immer meine festgelegten Projekte haben, aber man. Also ich habe halt nur nichts dagegen, wenn wir mal was dazwischen schreiben. Ne? Also. Klar habe ich immer so für mich mal ein paar durchgeplante Projekte, aber da kann sich halt immer mal was ändern. Da kann sich irgendwann mal auch was verschieben, je nachdem, worauf man gerade Lust hat. Und wenn dann vielleicht das eine oder andere von der Community kommt, was man sich wünscht, dann ist es halt auch so. Mal gucken. Ja, ansonsten, ja, das kann ich eigentlich nicht sagen. Ich hatte ja eigentlich schon in der Samstagsfolge echt viel gequatscht, ne? Jetzt quatsche ich schon wieder viel. Ja. Aber wie gesagt, Forza wird weiterlaufen. Für die Leute, die am Wochenende sich auf Forza freuen, keine Sorge, keine Bange. Es wird weiterlaufen, es wird weitergehen. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich mache ja auch noch nebenbei einen Kreativkanal. Also für den einen oder anderen, der vielleicht mal Interesse hat zu wissen, was ich so kreativ mache, könnt gerne mal auf meinen Kreativkanal gehen. Der ist unten in der Videobeschreibung aufgelistet, also müsste er auf jeden Fall. Ansonsten ist er auch unter Kanäle mit aufgelistet, DZB Production heißt er, so wie ich auf Twitch heiße. Und ja. Ansonsten, ja. TikTok wird von mir jetzt auch hoffentlich regelmäßig bespielt. Ich hoffe, ich schaffe es. bis jetzt war das immer so ein bisschen mein Problem, das Durchhalten. Also ich habe mir das immer vorgenommen, meine sozialen Medien-Dinger zu bespielen. Hab's dann auch eine Zeit lang gemacht und hab's dann aber irgendwann wieder aufgehört. Also das Durchhaltevermögen war manchmal nicht so richtig da. Ja. Ist halt dann auch immer blöd, ne? Also. Man versucht es denn, aber irgendwie hat man dann manchmal keine Zeit, man denkt nicht dran. Man hat vielleicht auch einfach keine Zeit oder keine Lust, nette von Hashtags da aufzuschreiben und die dann einzufügen. Also, ja. Ah, schauen wir mal.
Ansonsten könnt ihr auch gerne mal auf Twitch vorbeischauen. Das finde ich ja auch noch. Also könnt ihr mich sogar live sehen oder beziehungsweise ja aktuell nicht sehen, weil ich keine Cam anhab, aber aktuell live hören. und ihr könnt da auch gerne reinkommen und einfach Fragen stellen, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Und mit mir interagieren. also für diejenigen, die vielleicht Bock drauf haben, einfach mal reinschauen. twitch.tv/dzbproduction, so sagt man das ja, ne? Ja, ist auch in der Videobeschreibung verlinkt oder auch oben beim Kanalbanner. Und ja, das so. Also, wenn ihr mögt, schaut gerne vorbei, ich würde mich freuen. Wenn nicht, dann lasst es. Wie gesagt, es ist ja kein Zwang, es ist halt für jeden freiwillig, ne? So, ansonsten, ja. Alles andere, wie gesagt, erkläre ich nochmal genauer in dem Video separat. Ich werde mal ein sehr ruhiges und sachliches Video machen zu den, ja, zu den Änderungen. Ich wollte gerade sagen Problem, aber Problem ist es eigentlich gar nicht wirklich. Es fällt mir, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nicht so leicht jetzt, mich von den Let's Plays dann erstmal hauptsächlich ein bisschen zurückzuziehen. Let's Plays wird es weiterhin geben, klar. Ich werde wahrscheinlich auch, wenn ich mal Zeit habe, das ein oder andere Let's Play mal offline für mich aufnehmen und dann hochladen. Klar, wenn ich die Zeit und die Möglichkeit habe, warum nicht? Ansonsten wird es halt hauptsächlich aus den Streams Let's Play geben. Und ja. Ja. Dann schauen wir mal. Ihr könnt mir ja gerne mal den Feedbacks einfach da lassen. Ne? So, jetzt gucken wir mal. Genau, die letzten drei machen wir dann in der nächsten Folge. Ja, dann würde ich sagen, war es das mit dieser Folge. Ich habe, glaube ich, euch auch genug das Ohr abgekaut. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Reinschalten, danke fürs Zuschauen. Und falls euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit den letzten drei Ranieren. Bis dahin, haut rein. Tschüss.